So, guten Abend und willkommen zu einem neuen Vlog, diesmal aus Athen, Griechenland. Und wir sind hier im Alou Fun Park. Das dürfte der größte Freizeitpark von Griechenland sein. Hier im Land hat es wirklich nicht so viele. Der zweitgrößte oder ähnlich groß wie dieser gibt es noch einen in Thessaloniki, also so nordöstlich von hier, ebenfalls auf dem Festland. Aber so von Rides und so würde ich sagen, dass das hier in Athen schon der größte ist. Trotzdem kann man das Ganze nicht mit anderen europäischen Freizeitparks von der Größe vergleichen. Hier in der Mitte haben wir schon so einmal ganz nett einen Lokflum mit zwei Abfahrten. Dann ebenfalls ein paar Flatrides, werden wir gleich euch ebenfalls nochmal zeigen. Aber genauso auch zwei Achterbahnen. Die eine, ein Big Apple, ist im Kinderbereich, dürfen wir wahrscheinlich nicht fahren. Wir gehen nochmal hin, probieren es mal, aber wird wahrscheinlich leider nichts. Aber die andere Achterbahn dürfen wir fahren. Jetzt kein Highlight, das Ganze ist da vorne ein Cyclone, also startmäßige transportable Achterbahn, die jetzt hier auch steht. Aber zumindest damit auch mal ein Count in Griechenland. Und ich würde sagen, wir fahren die Achterbahn erstmal und dann gibt es später noch ein paar mehr Infos hier zum Freizeitpark. So, wir sind gerade die Achterbahn hier gefahren, startmäßiger Cyclone, ehemals transportable Anlage, steht jetzt hier seit diesem Jahr erst, aber ist ein Cyclone, zumindest am Anfang keine Bremsen, am Anfang ein bisschen stärker, aber für einen Cyclone ging das echt klar. Und wenn man mal so darüber schaut, sieht man, dass hier so viele Mitarbeiter sind, aber wirklich keine Gäste. Wir beide sind jetzt hier, wir haben vielleicht auch 5, 6 andere Leute gesehen und das war's, aber pro Attraktion immer mindestens ein Mitarbeiter, hier bei der Achterbahn echt nicht gerade wenige, sogar ziemlich viele. Und wir haben jetzt gerade 5:45, der Park macht erst 17 Uhr auf und hat dann abends nur bis 23 Uhr auf. Finde ich eine coole Sache, nur abends aufzumachen, vor allem unter der Woche, außerhalb von Ferien und so weiter. Da werden sicherlich auch ein paar Leute in den Park kommen. Und am Wochenende wird es sicherlich auch voller sein. Heute haben wir Donnerstag, hier ist auf jeden Fall komplett tote Hose. Kann natürlich sein, dass sich das Ganze noch in 2 Stunden ändern wird, aber gerade haben wir den Park wirklich fast einfach für uns. Hier beim Park, der Eintritt kostet 5 Euro, bekommt man allerdings dann gut geschrieben. Das heißt, wenn man die Attraktion fährt, kann man diese 5 Euro noch nutzen. Und so haben wir jetzt pro Person für den Cyclone 7 Euro bezahlt. Jetzt nicht so günstig, also auf der Kirmes bezahlt man meist ein bisschen mehr. Aber zumindest mit Eintritt dabei ist das in Ordnung. Und die Besonderheit ist, hier stand früher noch ein Interpark Whirlwind. Das heißt, genau die gleiche Bahn, wie wir sie auch als Cobra aus Geiselwind kennen, mit dem Sidewinder. Eine Bahn, die man nicht so gerade unbedingt wertschätzt. Gab es auch hier bis letztes Jahr und steht jetzt in Italien. Wurde dort in einen anderen Luna Park, Europark, Milano dürfte sein, relocated. Deswegen ist es schade, dass aktuell nur 2 Achterbahnen hier stehen. Bisher haben wir noch einen anderen Count, der dieses Jahr wegkam. Aber dafür kam diese Bahn dann dieses Jahr. Aktuell 2 Bahnen, auch wenn wir aktuell wahrscheinlich nur eine fahren dürfen. Aber zumindest erste Achterbahn in Griechenland. Und dann haben wir hier einmal ein Lokflum, der ist auch ein bisschen größer, ein bisschen Rockwork. Und ich würde sagen, wir gehen einmal durch den Park und zeigen euch, was es hier gibt. So, hier drüben haben wir einmal ein Horrorhaus. Ist anscheinend ein Halloween-Event mit der Maze. Dann gibt es hier drüben einmal ein Riesenrad, welches heute aber anscheinend geschlossen hat. Das Riesenrad und ebenfalls der Starflyer haben beide heute geschlossen. Aber deswegen jetzt hier auf jeden Fall auch eine Maze, schon ein paar Mitarbeiter. Kostet, glaube ich, 10 Euro. Haben sie also anscheinend auch ein Halloween-Event, werden wir es aber nicht machen. Hier Monster Truck mit VR. Attraktion auf jeden Fall. Dann hier vorne einmal ein paar Trampoline
und hier vorne noch ein paar Flat Rides. Ja, einmal ein Breakdance und ganz da hinten der Turm ist ein Starflyer, könnte sogar Funtime sein. Dann sind wir hier mal ganz hinten, da drüben Breakdance und noch so eine kleine Schaukel. Hier das Teil, irgendein Roundup oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall noch ein weiterer Flat Ride, auch transportabel normal. Und hier haben wir ebenfalls dann noch den Starflyer, das ist ziemlich sicher Funtime. Der hat leider zu, das wäre bestimmt ganz cool gewesen mit einem schönen Blick über Athen. Aber auf jeden Fall auch mal sowas Permanentes hier im Park, hat aber geschlossen, jetzt auch nicht so hoch. Aber auf jeden Fall hier nochmal ein weiterer Flat Ride. Hinten sind auf jeden Fall mehrere. Da vorne auch noch ein kleinerer Freefall Tower. Laufen wir gleich nochmal hin. Aber schon eigentlich eine gute Auswahl, auch wenn der Park jetzt nicht zu groß ist. Aber hier auf jeden Fall überall ein bisschen Halloween-Deko, also sogar ein Halloween-Event. Für so ein Park gar nicht mal schlecht. Und tatsächlich, da drüben sind mal ein paar Leute und die steigen in den Ride ein. Kaum zu glauben, dass hier mal eine Attraktion fährt. Dann geht es jetzt mal weiter durch den Park. Also da hinten, das war doch eher wie Predator oder Transformer von der Kirmes, nur nicht flawless. Sehr interessant, hatte ich so auch noch nicht gesehen. Hat aber auch nur einen Überschlag gemacht. Dann hier Musikexpress, auch hundertprozentig von der Kirmes. Also ja, Kirmes-Rides haben sie hier sehr gerne. Und da drin, das sieht auch sehr aus nach dem alten Coaster, der da mal war. Und zwar hat es hier ebenfalls mal ein Tivoli Ladschutz gewesen sein von Zira gehabt, der aber in den letzten Jahren während Corona abgerissen wurde, was ich eigentlich ziemlich schade finde. Und das sieht aus der dann Überresten davon aus. Der hat hier einmal in der Mitte komplett rumgeführt, wo auch die Wasserbahn ist. Und das war doch hier hundertprozentig der Eingang. Hieß glaube ich sogar auch Big Apple, dann kommt das hin. Also hier war der einmal, hat es auch ein Zira Tivoli Latsch gehabt, ist es leider weg. Temporarily out of order, also temporarily. Vorübergehend sieht das jetzt nicht aus. Es ist noch alles da. Vielleicht, weil das Ding ja auch nicht der neueste war, bestellen sie sich einen neuen Tivoli Large von Zira und setzen ihn an die gleiche Stelle hin. Möglich wäre es auf jeden Fall, aber ich würde eher nicht von ausgehen. Bin ich mal gespannt, muss man im nächsten Jahr mal schauen, ob da nochmal was Neues entstehen wird und da irgendwas kommen wird. Wir müssen auch gleich mal gucken, wo genau die Fläche von dem Wildwind von Interpark ist. Nicht Worldwind, Wildwind. Und ob man da noch was sehen kann, weil die Fläche ist ja sozusagen jetzt auch leer. Dann haben wir hier wieder ein bisschen Halloween-Thema. Also da haben sie auf jeden Fall so ein bisschen Gestaltung gemacht. Bisschen Stroh. Warum? Keine Ahnung. Aber das hier sieht auch sehr aus. Also ist eine Rinne eher. Man kann durchlaufen. Ich weiß nicht, ob das mal ein Teil der Wasserbahn war. Aber hier hat hundertprozentig auch mal der Tivoli Large durchgeführt. Dann hier seht ihr einmal den Drop von dem Lochflum. Also ich muss sagen, der ist auf jeden Fall ganz schön in Sinne gesetzt. Fährt natürlich gerade nichts. Wer hätte es gedacht? Aber kann man hier auf jeden Fall ganz nett sehen. Und wenn ihr hier einmal auf meinem Handy auf Google Maps schaut, sieht man ganz gut, wie hier in Rot die Achterbahn durchgeführt hat. Und da war auf jeden Fall irgendeine Bootsfahrt, die auch noch durchging, wo ihr diese Rinne gerade sehen könnt, die ja jetzt auch einfach zugeschüttet wurde. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein bisschen Dark Ride-mäßig war, aber da war auf jeden Fall mal was da. Und dann hier war früher eine Go-Kart-Bahn, wo jetzt der Cyclone steht. Und wenn man hier unten in der Ecke ist, kann man sehen, dass da einmal der Wildwind war, den man jetzt aber auch gar nicht mal mehr sehen kann. Das ist jetzt, wo der Musikexpress steht. Also haben sie zumindest andere Attraktionen jetzt dort auf die Fläche gestellt. Trotzdem war es schade, ich hätte lieber einen weiteren Count gehabt, auch wenn jetzt Cobra in Geiselwind auch nicht gerade die tollste Achterbahn ist. Und ich glaube, das dürfte auch fast einmal schon der Rundgang gewesen sein. Hier haben wir den Eingang, sind die Eintrittshäuschen, da könnt ihr alles zahlen auch. Hier drüben ist der Eingang zum Lochflum. Und was auch immer da ist, da haben wir noch eine Reception und vorne den Freefall Tower.
Okay, der Freefall Tower ist gerade einmal gefahren, das sah echt nicht spannend aus. Deswegen lassen wir den außen. Da vorne hat so ein paar VR-Spiele gehabt und so ein paar normale Midway-Games. Jetzt nichts Besonderes, einfach so ein VR-Simulator. Bin ich sogar fast genau den gleichen schon mal in Land of Legends in der Türkei gefahren. Und hier haben wir eine Freifläche. Wenn man sich mal wieder Google Maps anschaut, könnte es sein, dass das der Platz war, wo davor der Musikexpress steht, der jetzt auf dem Platz vom Interpark oder vom ehemaligen Interpark Wildwind steht. Also so ein bisschen alles so hin und her verschoben. Und fährt er gerade nochmal, da ist er wieder gefallen. Aber trotzdem jetzt nicht so groß, sieht jetzt nicht so spannend aus auf jeden Fall hier der Tower. Aber nett ist er in Haar mit dem Licht. Sieht es nachts bestimmt gar nicht mal so schlecht aus. Dann hier auf der rechten Seite haben wir nochmal einen Goodies Burgerladen. Ist eine griechische Burgerkette. Dann hier einmal ein Autoscooter und hier einen weiteren Flatride. Eigentlich ziemlich ähnlich wie den, den wir drüben haben. Nur hier, naja, auch nicht so richtig flawless, aber halt in der Mitte nichts. Erinnert natürlich sehr an die kleineren Varianten. Bin ich zum Beispiel schon so ähnlich in Backen gefahren. Und gibt es auch in Frankreich auf jeden Fall auf der Kirmes. Hau jetzt nicht unbedingt, weil die Dinge echt übertrieben viel Hangtime haben. Aber lustig ist, dass sie hier gleich zwei Versionen haben und keine von denen der flawless Variante, wie man sie normal kennt. Sieht auf jeden Fall auch ganz interessant aus. So, wir sind jetzt im anderen Parkteil, muss man einmal aus dem Park rausgehen, Straße wechseln und hier reingehen. Ist aber hier in dem Eintritt Swissband inkludiert. Und ich durfte gerade noch den Kiddy Coaster fahren, war kein Problem. Kurz Mitarbeiterin gefragt und durfte reingehen, also sehr nice. Habe ich gerade die Karte nochmal aufgeladen, hat jetzt 5 Euro gekostet. Ist jetzt nicht der günstigste Wacky Worm, aber zumindest jetzt Full Count hier im Alu oder Aloe Fun Park. Startmäßig ja Wacky Worm, bisschen ranzig, aber zumindest noch mal ein weiterer Count. Und ich würde sagen, ich zeige euch gerade hier noch einmal die Kids-Section von dem Park. Also wirklich einfach nur einmal von der Straßenseite auf der anderen Straßenseite getrennt und kommt hier schnell rüber. Wir haben hier vorne einmal direkt natürlich den Wacky Worm, dann hier einmal ein Kinderkarussell, so eine Konvoifahrt mit so ein paar LKWs, die Kinder einmal machen können. Dann gehen wir mal weiter nach hinten. Also groß ist dieser Parkteil auf jeden Fall jetzt hier nicht, aber finde ich ganz lustig, dass es für Kinder so getrennt behandelt wird. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal, könnt ihr was oben essen. Und das sieht auch sehr nach ein paar Bumperboats aus, genau. Hinten noch mehr Essensmöglichkeiten, alles ziemlich bunt gehalten. Ja, jetzt nichts Besonderes, aber schauen wir mal weiter, was es sonst noch hier im Park hat. Dann hier drüben nochmal eine Kinderschleife, wie man es auch von der Kirmes 1:1 kennt. Und hier nochmal ein bisschen Gras unten. Und vorne ein paar Sitzmöglichkeiten, ein bisschen Hüpfburg und so weiter. Also auch das hier nochmal in dem Parkteil vorhanden. Also wirklich, jetzt wird es auch ein bisschen voller. Wir sind gerade von drüben rübergekommen, nochmal eine Runde gelaufen, noch einen Frozen Joghurt gegessen. Und da hat man wirklich gemerkt, es sind ein paar mehr Leute gekommen. Der Starflyer hat jetzt doch, glaube ich, offen, hat zumindest mal eine Testfahrt gemacht. Und zumindest ein paar Leute waren dann auf jeden Fall auch in der Attraktion drinne. Noch eine interessante Sache ist der Invertigo, also Inverted Boomerang von Vekoma, den ihr heutzutage als Triops aus Bagatelle kennt. Der war früher mal in Liseberg. Und der war wirklich so 2003, 2004 rum mal für ein Jahr
Jahr hier eingelagert im Park, wurde aber nie aufgebaut und ist deswegen jetzt leider nicht hier im Park. Wäre bei weitem die größte Achterbahn gewesen, die der Park und allgemein Griechenland je gehabt hat. Wurde dann aber verkauft und jetzt heutzutage findet ihr ihn dann in Frankreich im Bagatelle. Aber das war ja sonst nochmal so ein Mini-Rundgang vom Kinderteil. Wirklich nichts Besonderes, aber ich wollte trotzdem kurz mal eine Übersicht geben, dass sicherlich die wenigsten von euch bisher hier waren. Und deswegen war es dann hier mit dem Aloi Fun Park in Athen. Ist wirklich nicht weit von der Innenstadt weg und kann man sehr gut mit Sightseeing hier in der Stadt verbinden. Ist auf jeden Fall eine tolle Stadt. Haben heute schon ein bisschen Sightseeing gemacht, morgen ebenfalls, bevor es dann übermorgen am Morgen zurück nach Frankfurt, nach Deutschland geht. Und das Ganze ist Teil von der Istanbul-Reise. Das heißt, erst ein paar Tage Istanbul und jetzt noch ein paar Tage Athen, weil wir da einfach ein gutes Kombiangebot mit Multistop-Flügen bekommen haben. Schaut euch deswegen auf jeden Fall gerne noch die letzten beiden Vlogs aus Istanbul an, aus dem Korsa, Dacia, aus dem Vialand und dann hier Teil 3, der letzte von dieser Vlog-Reihe aus Griechenland, aus Athen. Aber da wir heute noch viel anderes gemacht haben, Sightseeing gemacht haben, wir waren in Piräus in der Hafenstadt und morgen ebenfalls, hier ist zum Beispiel auch auf die Akropolis, will ich euch das nicht vorenthalten, außerhalb vom Aftermovie. Das heißt, da bekommt ihr jetzt noch außerhalb der Freizeitparks ein bisschen Cinematic, ein paar schöne Aufnahmen von den Sachen, die wir sonst so hier in Athen erlebt haben. Aber trotzdem werde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, würde mich sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, was ihr hier vom Park haltet und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!